Wen haben wir denn da? Hm? Dann wollen wir los. Jetzt. Jetzt? 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 Echt jetzt? Ich habe kein Frühstück. Oh. Sehr, sehr aktiv. Okay. Mario. Deine Mutter ist aktiv. Auf wen warten wir? Auf Felix. Oh, wie schön! Stuttgart! Oh, ihr findet es nicht aus, dass die letzten Meter immer super die anstrengendsten sind. Es ist super schön. Hat richtig Spaß gerade. Weil ich pinkeln muss wie so ein Pferd, Alter. Hehehe, lustig. Die alle auf einmal fahren, als hätten sie irgendwie Valium eingeschmissen. Ich glaube, es liegt ja daran, dass gerade etwas ungeduldig. Ja, ich muss voll pinkeln, Mann. Nee. So Pipi-Wegtreter. Funktioniert das? Nee. Das nenne ich mal perfekt synchronisiertes Timing. Denn Heldmaschine ist schon es angekommen. Muss gerade jetzt eben. Es muss gerade echt wieder anders fahren. Ich muss so strullen, Alter. Ich bin ja echt froh, dass wir nicht so viel Kram haben, nicht so viele Leute, ne? Mario, gehen wir gleich in den Lego-Store? Ja, jo, ja. Juhu! So, wir sind jetzt im Schwabenlände und im Schwabenlände muss man aufpassen, Leute. Ich zeige euch mal was. Kommt mal mit. Oh Gott, wir haben ein Problem. Nur Ringelpieps mit anfassen, du. Guck mal, hier, Kameramann, guck mal, Film, Kameramann. Oh, Doppelfilmung heute. Und da können wir mal darauf hinweisen, was für eine fancy Kamera du hast. Ich habe es schon mal gestern erwähnt, aber... Ey, die ziehen mich schon die ganze Zeit wegen meiner Kamera auf. Dabei ist die neuestes Modell Sony, Freunde. Ja, neuestes Modell, die er auf dem Flohmarkt gekauft hat. Und ich werde dauernd aufgezogen. Der blöde Arm, ist, ne? Der hat mich auch schon aufgezogen. Und jetzt kriegst du schon wieder. Dabei ist die so cool. Mach mal eine Führung. Okay. Gut. Willkommen im Westflügel meines Anwesens. Aha. Heute sind wir übrigens in Stuttgart im Proton. Snackbar. Snackbar. Für meine Angestellten und Angestellten. Dann haben wir hier noch einen Extraraum, ich glaube für Schminki. Und einen Kühlschrank. Und dann geht es hier nämlich runter zur Bühne. Die Jungs von Heldmaschine, die sind schon ganz fleißig am Aufbauen. Ja, du bist ja am Essen. Guck mal hier, da kommt man nämlich hinter dem Banner raus. Da hängt schon das Banner von Heldmaschine und von Zornbund. Und der Dirk baut schon ganz fleißig das Schlagzeug auf. Ja, aber ich habe hier so einen scheiß Banner, weißt du? Hör auf, unser Banner mit den Füßen zu treten. So, und ganz spannend wird es. Mario, stell dich bitte mal nach unten. Also Mario, wie groß bist du? Ich bin 1,90. 1,90. Ich kann gerade so auf die Füße gucken. Das heißt, du kannst die ganze Zeit an meinen Füßen schnuppern. Aber weißt du was, die Sache ist, jetzt können wir euch das erste Mal riechen. So, und das ist der Club. Gibst du mir noch ein langes, damit ich von hinten. Jawohl! Also, so war es schon stark. Ja. So weit wäre es, ne? Dann könnten wir mal einen Song spielen. Zufrieden, Fera? Nein. Ja. Ich habe recht. Möchtest du? Aha. Du, hallo. Johnny, sag mal, wie ist das? Ich glaube, ich sage nicht, dass ich Red Bull geklaut habe. Ja, hast du sonst noch was geklaut? Ich habe auch noch zwei Dosen geklaut. Hast du? Ja. Das waren die letzten beiden, ne? Ja. Das waren meine Alibi-Dosen, die ich verschicke. Ach so, nee, ja, das wird alles geklaut. Okay. Hast du sonst noch was geklaut, Johnny? Ich sag, das wird doch eingesackt. Dein Herz? Und wie ist das so, unter Stress zu laden? Auch eigentlich kein Problem. Stress-Tetris? Nee, das stresst mich eigentlich gar nicht so sehr, ich meine. Aber ich hätte ja lieber gerne etwas mehr Zeit, um mit den Leuten zu quatschen. Und darum, liebe Veranstalter, wenn ihr uns bucht, bitte macht nicht im Anschluss an unser Konzert irgendwelche Techno-Partys in euren Schuppen. Das ist total kontraproduktiv und bringt keinem was. So, jetzt haben wir aber hier nochmal ein ganz wichtiges Thema. Das muss uns Mario erklären. Und zwar, Mario erklärt euch jetzt mal was ganz Wichtiges. Die Korrelation zwischen Alter und Urinierverhalten. Und los. Ach so, ja genau. Also früher, so mit 16, 17, habt ihr euch gedacht, auch in einer halben Stunde gehe ich mal aufs Klo. Heute, so mit 30 bis 40 irgendwie so, denkst du, ach, gehe ich mal aufs Klo. Und in 10 Jahren denken wir uns alle scheiße, vor 10 Minuten bin ich mal aufs Klo gegangen. Also, das muss ich gar nicht.
my sexual. Of course. Felix, bist du sicher, dass du keinen Alkohol betrunken hast? Everybody, yeah. Ja, ist auch noch nicht. Marius! Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Of course. Am I everything you need to better rock your body now, everybody? Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock. Your body, right? Back, back, back.